Der Vortrag von heute Abend heißt Danke für die Schwierigkeiten. Ich habe zwischendurch ein schlechtes Gedächtnis an Personen, Sachen, Inhalte und so. Und dann tröstet es mich, wenn ich in Buddhas Reden sehen kann, dass das schon vor 2500 Jahren ein Problem war. Auch wichtig. Es ist nicht mich persönlich, es kann ein Problem sein. Und zwar war da der Brahmane Sangharava, der zu Buddha kam und gefragt hat, Buddha, wieso kann ich mich an Hymnen nicht erinnern, die ich schon seit langer Zeit auswendig gelernt habe und schon oft rezitiert habe. Wieso kann ich mich an die nicht erinnern? Und der Buddha sagt, es gibt 5 Gründe, wieso du dich nicht an diese Hymnen erinnern kannst, oder an diese Texte. Und das ist Verlangen, Aversion, Trägheit, Müdigkeit, Ruhelosigkeit oder Reue, Gewissensbisse und Zweifel. Also diese 5, das sind die Gründe, wieso er sich nicht an diese Hymnen erinnern kann. Und ich weiß nicht, ob euch die 5 irgendwie bekannt vorkommen, aber sie sind sehr beliebt. Sie sind am Anfang eines Retreats sind sie sehr beliebt. Und auch wenn wir hier nicht singen dürfen oder müssen, kommen diese 5 sogenannten 5 Hindernisse oder 5 Hemmnisse bei eigentlich allen Meditierenden. Und es lohnt sich, einen guten Umgang damit zu finden, weil nämlich diese 5, die verschwinden nicht so schnell. Also der Zweifel verschwindet gemäß den Lehren mit der ersten Stufe der Erleuchtung. Das Sinnesverlangen, das Übelwollen und die Reue verschwindet mit der dritten Stufe der Erleuchtung und die Müdigkeit und die Ruhelosigkeit verschwinden erst mit der vollständigen Erleuchtung. Also ich glaube, etwas zu investieren hier ist sicher gut, ist man sicher gut beraten und ich werde deshalb ein wenig darüber sagen heute. Ich denke, in den Anleitungen und auch in den Gruppengesprächen ist das immer wieder ein Thema gewesen, dieses das Persönliche oder das Unpersönliche von dem, was uns begegnet. Und man kann sagen, diese Emotionen oder die Gedanken, die kommen, oder die Geisteszustände, es ist eigentlich wie ein Facebook-Konto mit 5000 Freunden. Da rattern immer irgendwelche Botschaften durch. Zu vielen hat man eigentlich keine Beziehung und aber man kann sich trotzdem damit identifizieren und dort hat man sie immerhin mal akzeptiert als Freunde und hier kommen sie einfach, ob es nun Freunde sind oder nicht, diese Geisteszustände. Und wir haben auch über die 2 Techniken gesprochen schon, die wir nutzen, also die 2 Meditationsarten, die Sammlungs- oder Samatha-Meditation, die wir nutzen, um den Geist zu sammeln und zu beruhigen, das auch hilft, also nicht gegen diese Sinneseindrücke überflutet zu werden oder überflutet werden zu wollen. Manchmal ist es ja auch angenehm, oder man denkt, es könnte angenehm sein, diese Sinneseindrücke. Und die Vipassana-Meditation, also die Einsicht in die Funktionsweise des Geistes, was ein erster Schritt ist, um überhaupt sich frei zu machen davon. Diese 5 Hemmnisse, oder Hindernisse, die ich angesprochen habe, die sind im Retreat sehr offensichtlich, aber die finden natürlich auch im Alltag statt. Aber dort haben wir halt einfach recht viel Hintergrundgeräusche und Sachen, die uns ablenken, sonst, dass es das einfach weniger auffällt, als wenn wir hier still in der Halle sitzen und das einfach auf uns einprasselt. Und wenn wir verstehen können, wie der Geist funktioniert im Zusammenhang mit diesen Hindernissen, dann können wir
auch, das ist ein, wirklich ein Schritt zu mehr Freiheit im Umgang mit diesen fünf und auch zu weniger Reaktivität. Also wenn wir das nicht machen, dann handeln wir oft aus einer Reaktion heraus auf so einen Geisteszustand und daraus entsteht oft auch viel Leid und Schmerz, nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere Menschen oder Lebewesen. Also aus dem Verlangen kommen die Gier, die wir an Eigentum oder Macht oder was immer, oder aus Aversion oder Ärger entsteht Gewalt und Konflikte, wenn man es nicht durchschaut. Und was wir mehrfach auch angesprochen haben in den Anleitungen, ist, dass es ein Ziel ist, dass wir die Identifikation vermeiden. Weil wenn wir identifiziert sind, dann ist es mein, dann ist nicht, dann bin ich ärgerlich oder bin ich müde. Und wenn wir sehen, dass es eigentlich nichts mit uns zu tun hat, dass es einfach Sachen sind, die im Geist entstehen, ist es auch einfacher, einen Schritt zurückzumachen und das durchziehen zu lassen. Und diese fünf, die sind einfach da. Buddha benutzt einen Ausdruck, Yatha Bhuta, das heißt, das, was entstanden ist. Das sind einfach Sachen, die da sind. Man kann dann auch Realität sagen, aber es ist einfach das, was entstanden ist, ist aus irgendwelchen Ursachen und Ursachen-Wirkungsketten entstanden, aber es ist weitgehend unpersönlich, es hat nichts mit uns zu tun. Die Haltung gegenüber den Schwierigkeiten finde ich sehr schön ausgedrückt von Byron Katie, das ist eine amerikanische spirituelle Lehrerin, nicht in der buddhistischen Tradition, aber die hat gesagt, ich bin eine Liebhaberin dessen, was ist, nicht weil ich eine spirituelle Person bin, sondern weil es weh tut, wenn ich mich mit der Realität anlege. Und das Lieben, was ist, also die Müdigkeit lieben oder den Ärger lieben, das ist vielleicht etwas viel verlangt, aber ich denke, der nächste Schritt wäre, aufhören, dagegen anzukämpfen. Das wäre schon ein erster Schritt Richtung Liebe. Es muss nicht gleich Liebe sein. Aber ich finde das sehr schön ausgedrückt, weil es eben auch zeigt, wie es in unserem ganz eigenen Interesse ist, nicht dagegen anzukämpfen. Oft, wenn Menschen in so einen Kurs kommen, das erste Mal, dann äußern die immer die Vorstellung, ja, ich habe gedacht, man Wochenende entspannen, ruhen, Geist zur Ruhe kommen lassen, so ein bisschen relaxen. Und dann sind sie hier und dann sagen sie, das ist schlimmer als zu Hause. Also das ist furchtbar. Einfach dauernd kommt irgendwelches Zeugs in den Sinn und ich bin wahnsinnig müde oder wahnsinnig ruhelos und das passt so nicht in das Bild, das man hat, was es eigentlich sein sollte, die Meditation. Und interessant finde ich, wenn man diese Aussage von Byron Katie ans logisch weiterverfolgt, dann kann man sagen, am Ende gibt es eigentlich keine Schwierigkeiten mehr, einfach weil die Sichtweise anders ist, weil ich es nicht mehr als Schwierigkeit bezeichne, sondern als, das ist einfach etwas, das entsteht. Und es vergeht auch wieder, aber es hat nichts mit mir zu tun und ich muss es in dem Sinn auch nicht als besondere Schwierigkeit, es mag unangenehm sein, aber ich kann aufhören, es zu bekämpfen, weil ja, das ändert nichts, also es macht es stärker, doch, das Bekämpfen. Und ich denke, was auch in den Gesprächsgruppen heute ein paar Mal zur Sprache kam, ja, wieso ist das eigentlich? Also, und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, das ist so ein Vollstopp, oder? Wir kommen aus einem Alltag, wo wir haben viele Verpflichtungen, wir haben sehr viele Eindrücke, wir haben, die meisten nehme ich an, einen hohen Medienkonsum, wir haben vielleicht Familien, anspruchsvolle Beruf, und dann kommen wir hier hin und wir müssen nichts mehr
Und es hat herzlich wenig, das uns ablenken kann. Also ja, zum dritten Mal den Tagesplan lesen, aber es ist irgendwie auch nicht so super. Und viel mehr gibt es dann nicht, oder? Diese Drehzahlreduktion macht es viel offensichtlicher, diese fünf Hindernisse. Und insofern hat es wirklich gar nichts mit uns zu tun. Also man kann sagen, wenn ich einen Tag lang an den Strand gehe und in die Sonne liege, dann kriege ich Durst und einen Sonnenbrand. Aber die Sonne hat nichts gegen mich. Das ist einfach, weil ich dort bin und das als Funktion dessen wird mir heiß werden. Das ist so. Aber nichts Persönliches. Im Umgang mit diesen fünf Hindernissen ist ein wichtiger Aspekt, den wir auch ein paar Mal schon erwähnt haben, ist, dass es nicht das Objekt an sich wichtig ist, sondern unsere Beziehung dazu. Also es geht weniger darum, ist es jetzt der Ärger oder ist es die Müdigkeit, sondern wie ist meine innere Haltung dem gegenüber? Wie verhalte ich mich dem gegenüber? Und das zu beobachten und zu sehen, was sagt mir der Geist eigentlich über diesen Zustand? Und wir haben halt schon die Neigung, uns auf das Objekt zu fixieren und gar nicht so genau zu sehen, was eigentlich im Geist dahinter passiert. Also die Beziehung zur Erfahrung ist wesentlich und nicht unbedingt das Objekt. Und einen zweiten Grundsatz könnte man sagen, ist, dass alles Praxis ist oder alles Praxis sein kann. Und fast alle von uns denken, haben mal eine Vorstellung, ein Bild davon, was Meditationspraxis ist. Und das ist halt assoziiert mit, irgendwo steht im Raum eine Buddha-Figur oder eine Tara-Figur und es hat Matten am Boden und vielleicht noch ein Räucherstäbchen und ich sitze am Boden im Schneidersitz. Das ist dann Meditation. Aber die Frage ist, und wäre dann Praxis, ich stehe in der Küche, die Milch läuft über, die Kinder schreien, der Hund bellt, es klingelt an der Türe und die Toasts produzieren schwarzen Rauch. Wäre das auch eine Praxissituation? Wäre es vielleicht sogar eine bessere Praxissituation? Wir können sie häufig nicht so wertschätzen und ich habe große Sympathie dafür, aber im Prinzip ist es eben auch ist es dann, wenn es schwierig ist, ist es interessant zu praktizieren. Und also diese fünf Verlangen und so das Gegenstück Aversion oder Ärger und Müdigkeit, was ganz viele von euch erwähnt haben, oder das Gegenstück Ruhelosigkeit und schließlich der Zweifel, werde ich jetzt so etwas mehr im Detail vorstellen. Als erstes, der Buddhismus, für die neu sind, Buddhismus liebt Listen. Es gibt immer Listen. Es gibt Listen von 5, Listen von 4, Listen von 7, Listen von 10, von 12. Es ist perfekt zum Lernen oder auch wenn man einen Vortrag machen will, ist es schon vorstrukturiert, weil es hat immer eine Reihenfolge und es hat Inhalt. Auch wenn das jetzt nicht so ganz traditionell buddhistisch ist, wie ich es erzähle, aber das hält sich insofern daran. In dieser Liste, dieser fünf, kommt als erstes jeweils das Verlangen. Verlangen ist auch eines der sogenannten drei Grundübel, Verlangen, Aversion und Unwissenheit, die wir in den tibetischen Tankas, ist das oft im Mitte, das Rad des Werdens ist in der Mitte, ist ein kleiner Kreis und dort ist ein Schwein, eine Schlange und ein Hahn. Das sind die Symbole, tierunfreundliche Darstellung, aber es sind die Symbole für diese drei Grundübel. Also der Hahn fürs Verlangen, die Schlange für den Hass und das Schwein für die Unwissenheit. Ich weiß, Schweine sind gar nicht so unwissend, aber das ist einfach so dargestellt. Und deswegen, das ist das ein sehr zentraler Punkt. Und der Grundsatz dabei ist eigentlich, es ist nicht genug.
Es ist immer der Wunsch, dass es noch mehr oder noch vollständiger oder noch ganzer werden soll. Was immer misslingt, es wird nie ganz. Also das Verlangen ist nicht so, dass wenn, also wir denken, es sei so, wenn ich das noch habe, dann ist dann okay. Aber das ist eben halt leider nie okay. Wenn ich das noch habe, kommt das Nächste. Und wir werden im Leben oft getrieben von der Suche nach, vor allem nach der Suche nach angenehmen Zuständen. Und die können unterschiedliche Art und Weise produziert werden. Aber also das Verlangen ist eine sehr starke treibende Kraft in unserem Leben. Und ich möchte nochmal wiederholen, was Samuel heute auch gesagt hat, es ist kein Problem, angenehme Gefühle zu haben. Das Problem ist, sie nicht loszulassen, wenn sie weggehen. Aber solange sie da sind, ist es völlig okay, sie auch zu genießen. Das ist nicht wirklich. Aber sie herbeimurksen zu wollen, wenn sie nicht da sind, oder halt eben Hilfsmittel benutzen, um sie da herzuholen, wenn sie nicht da sind, das ist immer problematisch. Und da ist immer ein Anhaften, ein Klammern da, das dann zu einer schwierigen Beziehung zum Angenehmen führt. Man kann auch sagen, ein Prinzip des Verlangens ist, dass der Moment nicht genügt. Also wir reduzieren ja hier den Rahmen ziemlich. Also es gibt deutlich weniger, wonach man verlangen könnte, einfach so offensichtlich. Und der Rahmen, der formale Rahmen, der wir vorgeben, ist auch eine Möglichkeit zu sehen, was passiert, wenn ich nicht auf Verlangen reagiere. Wenn ich hier drin sitze, macht schon der Gruppendruck, dass ich nicht unbedingt jedem Wunsch nachgehe, der mir gerade durch den Kopf geht, auch wenn ich ihn theoretisch erfüllen könnte. Und es ist eine Chance zu sehen, eher, dass mein Glück nicht davon abhängt, weil wenn ich dann halt weiter hier sitze und eine Viertelstunde später in meinen Geist schaue, dann ist oft dieses Ding weg. Also natürlich, es gibt fünfstündige Fantasien, aber im Prinzip geht alles wieder weg. Und wenn man jetzt Geduld hat, ist es eigentlich erstaunlich, wie schnell die Sachen wieder weg sind. Oder dass man sogar letzte Stunde war ich völlig absorbiert von diesem oder jenem und ich hatte es völlig vergessen. Das ist durchaus möglich. Das ist erstaunlich, der Geist. Und der Buddha sagt noch auch in einem anderen Zusammenhang etwas Interessantes, dass wir in Bezug aufs Trainieren des Geistes, also er sagt, ihr Bhikkhus, also ihr Mönche, worüber auch immer ein Bhikkhu häufig nachdenkt und nachsinnt, das wird seine Herzensneigung werden. Also wenn ich dauernd an etwas denke und dann trainiere ich eigentlich meinen Geist, sich in diese Richtung zu bewegen. Und als Kind hatte ich so Kataloge mit Modellflugzeugsachen drin. Und die habe ich gut studiert und ich habe meinen Geist darauf trainiert, sich Verlangen nach Modellflugzeugzubehör zu generieren. Und in der heutigen Zeit ist etwas problematisch, weil im Internet gibt es eigentlich jeden Katalog, den man sich wünschen kann, und da kann man das Verlangen trainieren, à gogo, oder? Also wirklich unglaublich. Und das finde ich wirklich, ich bin ein Freund von Geräten, aber ich finde das wirklich eine Herausforderung für unsere Zeit. Und ja, einfach diese Möglichkeit, den Geist zu füttern und eben Verlangen zu trainieren, ist nicht ganz unproblematisch. Und das finde ich als Prinzip gut zu behalten. Wir sind eigentlich immer daran, den Geist zu trainieren. Nur meistens wissen wir es nicht oder wir sind uns nicht so bewusst, was wir eigentlich machen damit. Es ist hier sagen wir, wie wir den Geist trainieren sollten oder geben Anleitungen, wie man den Geist trainieren kann. Aber im Alltag trainiere ich ihn
sind einfach die Sachen, die ich immer wieder mache oder wo ich die Aufmerksamkeit immer wieder hinrichte. Und das lerne ich dann, das kann ich dann auch besser. Und wenn ich nach Hause komme und immer als erstes das Radio anschalte, dann ist das das, was ich mache. Oder also es kann irgendwas, können Banalitäten sein. Und es geht auch nicht darum, jetzt zu sagen, dass das schlecht ist. Ich denke, der wichtige Punkt ist einfach zu sehen, was in unserem Bewusstsein abgeht. Das ist ja eine, wir lernen hier eigentlich den Geist zu erforschen und zu verstehen. Und das, die Bewusstheit ist eigentlich der wichtige Punkt. Nicht zu sagen, dass das schlecht ist oder dass es nicht sein darf. Und Verlangen ist oft produziert durch unangenehme Gefühle. Also wenn ich ein unangenehmes Gefühl habe, kann ich dem am einfachsten ausweichen mit Verlangen. Ich habe bei der Recherche für diesen Vortrag herausgefunden, dass in der Schweiz pro Person und Monat ein Kilo Schokolade konsumiert wird. Fand ich fantastisch. Da muss man, und das ist ja Durchschnitt. Es gibt sicher Leute, die essen keine Schokolade. Und ich denke, das reicht für recht viel unangenehme Gefühle. Es bleiben sicher noch ein paar übrig, aber 180.000 Tonnen im Jahr. Immens. Das ist ja richtig ein Schokoladeberg. Und hier gibt es zwischendurch auch Schokolade, wenn man Glück hat, oder ein Dessert. Aber im Prinzip ist eher mal die Stille einfach gegeben, um zu schauen, wie diese Innenvorgänge sind. Und eben zu Hause ist manchmal ist erst, wenn man so im kalten Luftzug von der offenen Kühlschranktüre steht, merkt man, dass man vor dem Kühlschrank ist und eigentlich gar nicht Hunger hatte. Es ist ja, und es ist oft so, dass wenn man es dann hier ist es einfacher, es zurückzuverfolgen. Wenn ich in der Theke bin und denke, was hat mir, wieso bin ich eigentlich hier? Dann, aha, irgendwie war etwas mit dem Chef oder so und ich habe daran herumstudiert und also Arbeitswelt, Partnerschaft, das sind beliebte Themen, die kommen und die, wo es halt immer wieder auch unangenehme Aspekte drin hat. Und die fördern dann den Gang zum Kühlschrank. Der ist hier verbaut, aber die Theke, die ist zugänglich. Und es ist einfach interessant zu sehen, wie das funktioniert, wie unser Geist funktioniert. Der Joseph Goldstein, ein Vorzeigelehrer, wirklich finde ich ein super guter Lehrer, der hat mal gesagt, im IMS, im Zentrum in Massachusetts, sei er mal irgendwie am Abend in der Küche in die Vorratskammer gegangen, da sei ein Kursteilnehmer in der Vorratskammer gestanden, mit der Hand so im Glas mit den Datteln oder sowas, und der Joseph hat gesagt, can I help you? Und er sagt, I'm looking for the manager. Ja, peinlich. Aber so ist es. Und es ist einfach hier offensichtlich, diese Mechanismen. Also es muss nicht Essen sein. Es kann auch ganz, vor allem bei längeren Retreats, eine beliebte Projektionsfläche ist die sogenannte Vipassana Romance. Also irgendwie, man verliebt sich in andere Kursteilnehmer. Beim Ärger kommt dann das Gegenüber, also man kann auch andere anfangen zu hassen. Aber, und es ist einfach im eigenen Geist, nicht diesen, der sucht sich ein Objekt. Und das Objekt kann Essen sein, es können Menschen sein, es können Zustände sein, es können offene Fenster, geschlossene Fenster, alles ist gut. Sowohl fürs Verlangen wie für die Aversion. Und das Verlangen ist wirklich eigentlich eine Projektionsschiene, wo der Buddha spricht ursprünglich von Tanha, von Durst. Und dieser Durst kann sich auf irgendetwas richten. Und unsere Aufgabe ist es einfach mitzukriegen, wenn er das tut. Mein erster Meditationslehrer, John Coleman, hat das indirekt angesprochen in einem kurzen Abschnitt, den ich vorlesen möchte. Er hat gesagt,
Also ich habe es aus dem Englischen übersetzt, aber das Leben ist ein Jucken. Nichts kann getan werden, um das Jucken zu lindern. Jegliches Kratzen verschlimmert die Situation nur und verstärkt das Jucken. Das Jucken bewegt sich immer in Richtung Aufhören, Beendigung. Wenn da ein bewusstes, stilles und andauerndes Bewusstsein des Juckens ist, so wie es ist, wird sich momentan ein größeres Unbehagen einstellen, das, wenn es erduldet wird, darin resultieren wird, dass sich das Jucken selbst aufzehrt. Ich finde das sehr schön ausgedrückt und ich denke, dass viele von euch diese Erfahrung heute vielleicht gemacht haben, dass es so ist, wenn man die Aufmerksamkeit darauf richtet, auf das Unangenehme, ist es mal zuerst noch unangenehmer, weil man es einfach deutlicher spürt oder sieht. Aber dann, wenn man nicht in den reaktiven Modus hineinkommt, löst es sich auch auf. Es löst sich immer auf, aber wenn man in die Reaktivität geht, dann verstärkt man es mal primär. Und eine Möglichkeit zum Umgang ist auch zu sehen, wo manifestiert, also wo, das ist einmal ein Geisteszustand primär, aber oft hat das irgendwie eine Parallele oder eine Assoziation im Körper. Also ich kann eine Empfindung im Körper wahrnehmen, die assoziiert ist mit diesem Geisteszustand. Und das mag helfen, auch etwas diesen unpersönlichen Teil in den Fokus zu rücken. Zu sehen, also es ist nicht, ja, es ist so und das fühlt sich auch so oder so an. Das, denke ich, ist immer ein guter Tipp, zu schauen, gerade bei Emotionen und so, versuchen, auf die Körperebene zu gehen und zu schauen, was dort passiert, wie sich das im Körper manifestiert. Und grundsätzlich zum Verlangen ist einfach fantastisch, was alles getan wird, um unsere fünf, also oder unsere sechs, eben buddhistischerweise Sinne, das Verlangen oder wie man die Sachen quasi verbessern kann, die Sinneseindrücke. Also beim Auge, da haben wir Bilder, Fotos, Filme, das Fernsehen, die Schönheitsindustrie, die Schönheitschirurgie, die ganze Kleider, Modesachen, Schuhe, Hüte, Blumen, Farben, ist eigentlich alles, damit es das Auge angenehmer hat, also dass wir angenehmere Empfindungen haben, wenn wir das Auge benutzen. Oder beim Ohr, die ganze Musik ist ja, ich meine, ich liebe Musik, aber im Prinzip ist sie nicht nötig fürs Überleben direkt. Und oder ja, Konzerte, iPods, Fahrstuhlmusik ist definitiv nicht nötig, gibt es auch. In Frankreich gibt es auf gewissen Autobahnraststätten künstliche Grillengeräusche, die sie dann von der Benzintankstelle so rauszirbt, oder? Wenn im Fall die echten Grillen nicht richtig tun, dann hat es das. Und im gleichen Geist hat BMW bei gewissen Automodellen ein künstliches Motorgeräusch, das sie über die Stereoanlage einspeisen, damit der geneigte Käufer ein genügend gutes Motorgeräusch erlebt. Der Motor ist wahrscheinlich so gut schallgedämpft, dass man ihn nicht mehr so gut hört. Dann kann man es über die Stereoanlage künstlich wieder produzieren, finde ich. Das ist fast auf dem gleichen Niveau wie die Grillen. Die Nase, die ganze Parfümindustrie oder die Warenhäuser, das erste im Warenhaus ist immer die Parfümabteilung, weil dort die Marge am höchsten ist. Deos, Aftershaves, Duftbäumchen, im Esso-Spiri-Bereich, die Räucherstäbchen, oder irgendwelche Geruchszusätze sonst. Die Zunge, alles was mit Essen zu tun hat, Jamie Oliver, Go Mio, Restaurants, Tausende von verschiedenen Getränken und Getränksaroma-Richtigkeiten, Süßigkeiten, die ganze Zuckerindustrie ist ja unglaublich, meine Schoki ist nur eines davon. Und Haut ist etwas schwieriger, aber
wenn ihr offensichtlich aber so Wellness zum Teil, Massage oder angenehme Stoffe oder Mittelmeerwinde, die über die Haut wehen. Also es gibt auch dort, dass Sexualität, denke ich, gerade auch geht in die Hauttastsinn. Und der Geist, das ist natürlich extrem umfangreich. Also die ganzen Geschichten, die wir produzieren für den Geist, Bücher, Filme, Alkohol und Drogen, ist ja auch eigentlich, um es für den Geist angenehmer zu machen. Tabak, Pharmaindustrie, Medikamente, die nicht direkt einfach für ein körperliches Leiden sind, sondern einfach, damit es angenehmer wird. Und generell beim Verlangen kann man sagen, dass das Gegenmittel im traditionellen buddhistischen Sinn ist, Vergänglichkeit beobachten. Also zu sehen, dass es eigentlich alles wieder zwischen den Fingern zerrinnt. Ich kann das haben, aber es hält nicht an. Oder? Und besonders klassisch ist die Bestandteile des Körpers oder der Zerfall des Körpers, also die Mönche, die dann auf die Leichenfelder gehen und schauen, wie die Körper zerfallen, das soll sehr wirksam sein gegen Verlangen. Es ist heutzutage hier nicht möglich unbedingt, aber einfach zu die Vergänglichkeit stark in den Fokus zurück und sehen, wie wenig das anhält. Wir wissen es ja eigentlich, oder wenn ich eine Praline reinschoppe, dann ist die irgendwie da 7 Sekunden lang, hält das, und dann muss es die nächste sein, und nach der 14. ist es eher unangenehm. Aber am nächsten Tag ist das irgendwie vergessen. Ja. Und dieser Brahmane, den ich am Anfang erwähnt habe, der gefragt, wieso er sich nicht mehr an die Lieder erinnern kann, dann sagt der Buddha zu jedem von diese fünf Hindernisse, er macht ein schönes Bild, und mir gefallen diese Bilder so, dass ich das euch vorlesen werde. Da sagt er in Bezug, also wenn das Problem ist, dass er wegen dem Verlangen sich nicht an die Texte erinnern kann, sagt er, Brahmane, stelle dir einen Topf Wasser vor, das mit Lack, Kurkuma, blauer Farbe oder purpurner Farbe gemischt ist. Darin kann ein Mensch mit normalem Sehsinn, wenn er hineinblickt, sein eigenes Gesicht nicht recht sehen und erkennen. Auf gleiche Weise verhält es sich, wenn der Geist von sinnlichem Verlangen besetzt und überwältigt ist. Man kann den Ausweg aus dem sinnlichen Verlangen, das entstanden ist, nicht mehr sehen. Man sieht und versteht das eigene Wohlergehen nicht oder das von anderen oder beides nicht. Texte, die man seit langer Zeit rezitiert hat, kommen einem nicht in den Sinn, von denen, die man nicht rezitiert hat, ganz zu schweigen. Logisch irgendwie. Ja. So viel zum Verlangen. Das zweite, die Aversion, da möchte ich, es gibt sogar eine schweizerisch-buddhistische Weise, ein Lied, das sowohl zum Verlangen und zur Aversion eine Aussage macht. Der Hans im Schnackerloch hört alles, was er will. Der Hans im Schnackerloch hört alles, was er will. Und was er will, das hört er mit. Und was er hat, das will er nicht. Der Hans im Schnackerloch hört alles, was er will. Also, was er hat, das will er nicht, und was er will, das hat er nicht. Und ich denke, das zeigt, wie lang die buddhistische Tradition in der Schweiz schon verankert ist. Also die Aversion, das ist auch, das kann auch daherkommen in der Form von Angst oder Langeweile. Langeweile ist oft auch eine fehlende Verbindung zur Erfahrung. Oder halt auch in den extremen Formen von Hass oder Gewalt. Oder mildere, einfach als unzufrieden oder so etwas mürrisch sein. Einfach, es ist nicht okay, und ich mache Widerstand gegen das, was ist. Und ich denke, bei all diesen Hindernissen, es kann im Prinzip
immer auch eine Möglichkeit sein, die Achtsamkeit zu fördern, wenn ich es sehe und nicht so identifiziert bin darin, damit. Also wenn ich sagen kann, anstatt sagen, ich bin ärgerlich, wenn ich sehen kann als einfach eine Emotion, die in mir aufsteigt und sagen, es ist Ärger da, dann ist es auch etwas, das die Sammlung oder die Achtsamkeit fördern kann. Und in dem Sinn auch ein wenig der Titel, also danke für die Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten haben durchaus das Potenzial, uns zu unterstützen in der Praxis, auch wenn sie nicht so angenehm sind. Und eben, wie gesagt, unter dem Verlangen ist oft auch Aversion, eben Gedanken an unangenehme Erfahrungen, die wir gemacht haben, eben Arbeit, Beziehung, Partnerschaft, Familie. Es gibt ja den Klassiker, wenn man schauen will, wie weit man auf dem Pfad der persönlichen Entwicklung ist, soll man ein paar Tage mit den Eltern verbringen. Das ist schon sehr wirksam, oder? Da sieht man, wo es noch klemmt. Und oder auch die hier jetzt hochaktuell beim Sitzen, also vor allem, wenn man sich nicht so gewohnt ist, der perfekte Meditationssitz, der John Coleman, den ich soeben zitiert habe, der hat erzählt, er hatte mal in Indien einen deutschen Ingenieur im Kurs und der war besessen vom Gedanken, den perfekten Meditationssitz zu konstruieren, der nirgends drückt und klemmt. Und er hat immer wieder 10-Tageskurse gemacht, ist ins Dorf runter, hat sich dort Material beschafft und mit dem konstruiert, dann den nächsten Kurs gemacht und ich weiß nicht mehr, irgend nach einem Kurs X hat er dann eingesehen, es hilft nichts und hat einfach ein kleines Kissen auf die Matte gelegt und das war's dann. Aber es braucht oft viel, bis man das sieht. Und Joseph Goldstein hat auch seine Geschichte, wo er sagt, er hätte es mal probiert mit dem Liegen, weil da dürfte es am wenigsten irgendwie eine ganz schön weiche Matte und wo wirklich nichts drückt und so. Und er hat gesagt, 30 Minuten, 40 Minuten war okay, dann hat es angefangen. Es hört nie auf, es ist existenziell, es hat nicht damit zu tun, dass unsere Matten sind hart, das gebe ich zu, aber es hat nichts mit der Härte der Matten zu tun. Es kommt, auch bei der weichsten Matte kommt es. Im Zusammenhang mit der Aversion ist es auch oft interessant zu sehen, wie eigentlich unpersönliche Situationen, wie wir die persönlich nehmen können. Ich pendle jeden Tag von Bern auf Zürich und im Bahnhof, diese Menschenmenge, das ist manchmal schon sehr eindrücklich und da kann man schon auch in die Falle kommen, die haben etwas gegen mich, also sie sind ja alle im Weg eigentlich und es sind so viele und einfach zu sehen, es ist einfach, halt Bahnhof zur Stoßzeit, logisch hat es viele Leute, aber dass es nicht auch irgendwie dann so trotzdem irgendwie etwas mit mir zu tun hat. Der von Eltern, Vipassana-Lehrenden immer mit viel Respekt erwähnte Munindraji, ein indischer Lehrer, der hat das schön ausgedrückt, er hat gesagt, der Gedanke an deine Mutter ist nicht deine Mutter. Wir verwechseln das manchmal. Und wir denken, dieser Gedanke kriegt ein Eigenleben. Aber der Gedanke an die Mutter ist nicht die Mutter. Es ist wahr. Hier, wir haben keine Mütter hier, oder ich meine, wir haben schon Mütter, aber nicht die eigenen meist. Aber die anderen Kursteilnehmenden, und das ist ein sehr beliebtes Feld auch um Aversion, also als Projektionsflächen für Aversion. Und also sie bewegen sich sehr rasch, unachtsam, fast etwas rüppelhaft in der Esshalle, essen viel zu schnell und so. Und ausgerechnet in einem Meditationskurs, oder? Auch beliebt, sie bewegen sich affektiert, langsam, ziehen eine Meditator-Show ab und irgendwie können sie nicht etwas normaler laufen und so und essen viel zu langsam oder haben immer absolut die löchrigsten Kleider an und wochenlang immer dasselbe und nie
Oder Sie ausgerechnet hier am Meditationskurs wechseln Sie dauernd die Kleider und verbringen wahrscheinlich sehr viel Zeit vor dem Spiegel. Und also so sind ja nur objektive Beobachtungen, hat nichts mit mir zu tun, aber es kommt. Oder? Und das ist beliebt. Und nach dem Kursende, das verspreche ich euch, entpuppen Sie sich als ganz angenehme und interessante Menschen. Sie müssen auch etwas Geduld haben. Das Gegenmittel gegen Aversion ist mal auch ähnlich, aber auch das Zulassen und das Fühlen. Der Thich Nhat Hanh hat das in einem Buchtitel so ausgedrückt, das heißt, umarme deine Wut. Das klingt etwas paradox, aber es geht in die Richtung. Also wenn ich, der Geisteszustand ist das eine, aber die Abwehr dagegen ist das oft das größere Problem. Und wenn ich es schaffe, dieses unangenehme oder auch schmerzhafte Gefühl zuzulassen, wird das Problem sofort viel geringer und dann kann es auch schneller wieder weggehen. Und dann sehen wir auch schneller die Veränderung. Und auch wie beim Verlangen auch schauen, wie manifestiert sich das im Körper. Also oft ist es mit Kontraktion verbunden, aber wo fühle ich das? Fühle ich es im Rumpf, im Brustkasten oder in den Gliedmaßen? Und versuchen einfach dort eine Neugier zu entwickeln, wo sich dieser Geisteszustand des Ärgers oder der Aversion zeigt im Körper. Das ist eine Hilfe. Und da ist das Gleichnis vom Buddha, ist Brahmane, stell dir einen Topf Wasser vor, der über dem Feuer erhitzt wird, bis das Wasser brodelt und kocht. Darin kann ein Mensch mit normalem Sehsinn, wenn er hineinblickt, sein eigenes Gesicht nicht recht erkennen und sehen. Auf gleiche Weise verhält es sich, wenn der Geist von Übelwollen besetzt und überwältigt ist. Man kann den Ausweg aus dem Übelwollen, das entstanden ist, nicht mehr sehen. Man sieht und versteht das eigene Wohlergehen nicht oder das von anderen oder beides. Texte, die man seit langer Zeit rezitiert, kommen einem nicht in den Sinn. Von denen, die man nicht rezitiert hat, ganz zu schweigen. Dann das dritte Hindernis auf der Liste, das ist das populärste am ersten Tag im Meditationsretreat. Das ist Trägheit und Müdigkeit. Und wir haben schon auch in den Gruppen, aber auch hier, glaube ich, schon darüber geredet. Es ist einfach dieser Stopp, ich habe es am Anfang erwähnt, das aus dem Alltag rauskommen und einfach in eine im Wortsinn reizlose Umgebung, platziert zu werden, wo nichts mehr läuft, wo wir nicht angeregt werden in dem Maß. Und da kommt sehr oft einfach Müdigkeit, und zwar recht massiv. Und es ist auch bei Müdigkeit, denke ich, speziell schwierig auch zu sagen, Müdigkeit ist aufgestiegen. Und nicht sagen, ich bin müde und eigentlich möchte ich doch eine gute Meditantin sein und möchte wach sein und die Aufgabe machen und so. Und dann bin ich so müde. Aber es lässt sich nicht ändern. Die Müdigkeit ist da und Widerstand dagegen wird sie nicht wegmachen. Also es bleibt eigentlich nichts anderes, als auch die Müdigkeit zu akzeptieren. Das kann sich auch äußern als Unwilligkeit oder Überdruss oder fehlendes Interesse. Und dann, der Geist ist gut, der Geist kann dann wieder interessante Sachen machen. Also dann ist man nicht mehr müde, sondern wieder auf dem Verlangenstrip. Aber eigentlich der Ansatz wäre eher, versuchen die Müdigkeit anzuschauen, zu schauen, wie die sich wirklich äußert, wie sie sich im Körper manifestiert, wie sich dieser Geisteszustand effektiv anfühlt. Und das Gegenmittel gegen Müdigkeit ist Interesse, also versuchen, der Forschungsaspekt zu stärken, zu schauen, was ist eigentlich los und
sozusagen so Ursache und Wirkung anzuschauen. Schauen, was passiert eigentlich in meinem Geist oder wieso ist das jetzt oder was war letzte Stunde. Und einfach versuchen, mehr so die Zusammenhänge anzuschauen, zu sehen, was eigentlich genau passiert. Und diese Untersuchung kann helfen, einfach die Wachheit zu fördern. Und im Zusammenhang mit der Müdigkeit sagt der Buddha dem Brahmane, Brahmane, stell dir einen Topf mit Wasser vor, das mit Wasserpflanzen und Algen bedeckt ist. Darin kann ein Mensch mit normalem Sehsinn, wenn er hineinblickt, sein eigenes Gesicht nicht sehen und erkennen. Auf gleiche Weise verhält es sich, wenn der Geist von Trägheit und Müdigkeit besetzt und überwältigt ist. Man kann den Ausweg aus der Trägheit und der Müdigkeit, die entstanden ist, nicht mehr sehen. Man sieht und versteht das eigene Wohlergehen nicht oder das von anderen oder beides nicht. Texte, die man seit langer Zeit rezitiert, kommen einem nicht in den Sinn, von denen, die man nicht rezitiert hat, ganz zu schweigen. Das ist übrigens auch eine kleine Einführung in buddhistische Tradition, weil Wiederholungen sind sehr beliebt in den Reden Buddhas. Ich finde diese Metaphern übrigens auch interessant, weil denn oft werden die so kurz angesprochen, aber nur im Sinne, was das Wasser für einen Charakter hat. Aber dass es eigentlich darum geht, dass ich im Wasser mein Spiegelbild und ich will mein Gesicht sehen. Also im Prinzip spricht er damit für mich auch diese Forschung, Selbsterforschung an, die wir betreiben und die eben verunmöglicht wird, wenn das Wasser ganz farbig ist oder wenn es kocht oder wenn es mit Algen bedeckt ist. Und das vierte Hindernis ist ebenfalls eines, das im Weg steht. Das ist das Gegenteil von der Müdigkeit, die Ruhelosigkeit oder im Klassischen auch Reue und Gewissensbisse. Und die Ruhelosigkeit ist oft mit Denken verknüpft. Also diese und hat so eine, es ist eine Rastlosigkeit, so eine zappelige Energie und eigentlich wirklich sehr unangenehm. Also wenn man das hat, dann sehnt man sich dann wieder nach der Müdigkeit, weil das ist fast dann gleich trotzdem fast angenehmer als dieses Zappelige und ich sitze da in der Halle und darf mich nicht bewegen und das kann sehr unangenehm sein. Und man ist dann im Kontrast zu allen anderen Erleuchteten, die rundherum sitzen und ganz still sind und selbst ist man extrem zappelig. Also das ist sehr schwierig. Es ist auch kann auch so eine Dünnhäutigkeit sein. Also man mag nichts ertragen, die Geräusche sind alle zu viel und dann geht es dann in die Aversion, aber einfach diese unruhige Energie zu halten, kann sehr herausfordernd sein. Und auch da das Gegenmittel wieder mit der Aufmerksamkeit versuchen, den Körperfokus zu halten, auch den Fokus auf dem Atem. Der Atem hat immer etwas Beruhigendes. Und die mit der Aufmerksamkeit durch die Körperregionen gehen. Also ich kann da auch schauen, wie fühlt es sich in den Füßen, in den Beinen an, im Oberkörper oder im Kopf. Oder was auch hilft, ist die Aufmerksamkeit auszuweiten. Also versuchen, den Fokus weiter zu machen auf den ganzen Raum und alles einschließen. Also nicht ich und ein externes Geräusch oder so etwas, sondern wie meine Aufmerksamkeit um diese Erfahrungen, die passieren, herum zu bringen, dass eigentlich alles in meiner Aufmerksamkeitssphäre Platz hat und damit einfach den Raum zu weiten. Das hilft gegen die Ruhelosigkeit. Und wenn es ganz schlimm ist, auch gehen, also oder etwas rasches Gehen, dass er dann Ausdruck gibt dafür. Aber wenn es geht, kann man es einfach auch halten mit diesen Mitteln. Und gemäß Tradition sind auch, wenn eben die Müdigkeit und Ruhelosigkeit, diese beiden, wenn die etwas
in den Hintergrund treten, dann sind die anderen oft nicht mehr so schwierig. Also das sind schon die zwei sehr, sehr schwierige Hindernisse. Der Brahmane, der hätte ja beim Liedersingen auch durch die Ruhelosigkeit gehindert werden können. Das sagt er im Brahmane, stell dir einen Topf mit Wasser vor, das durch den Wind bewegt wird, plätschert, wirbelt und zu kleinen Wellen aufgewühlt wird. Und so weiter. Auch im Wasser, das vom Wind aufgepeitscht wird, kann ich mein eigenes Gesicht nicht sehen. Das letzte Hindernis, der Zweifel, der nimmt sich, da gibt es ein paar beliebte Objekte für den Zweifel. Also die sehr beliebt ist, die Praxis funktioniert, diese Methode funktioniert nicht. Oder die Methode ist nicht für mich, ich würde lieber Massage oder irgend so etwas. Oder die zweite Variante, ich funktioniere nicht. Die Methode wäre schon okay, aber ich bin nichts wert und ich kann es nicht, ich schaff's nicht, ich krieg's nicht auf die Reihe. Oder für uns schmerzhafter dann, die Lehrer funktionieren nicht. Die zwei können mir nichts erzählen. Ich glaube wirklich nicht, dass die was drauf haben. Und und der Zweifel ist natürlich, also ja, das, man kann ganze Geschichten um das herum produzieren und es hat oft so einen scheinbar realen Aspekt. Es kann ja wirklich sein, dass Meditationszentrum Beatenberg hat ein Problem mit der Personalrekrutierung und jetzt sitzen halt wir zwei hier vorne, oder? Aber es ist und das macht es etwas schwierig. Ärger ist ja, manchmal auch schwierig zu durchschauen, aber Zweifel hat wirkt immer irgendwie so etwas objektiver. Ja. Und es Zweifel hat auch durchaus eine gute Seite. Es geht ja auch darum, nicht einfach das Zeug zu nehmen, sondern es eben auch zu untersuchen und anzuschauen und zu hinterfragen. Das wollen wir ja auch. Und dort ist es manchmal schwierig, die Grenze zu ziehen und zu schauen, was ist der forschende oder untersuchende Geist und was ist einfach der skeptische Zweifel, der nirgends hinführt. Die Wahrheitsergründung, der positive Aspekt, das ist einer der sieben Erleuchtungsfaktoren. Also es ist durchaus dieses Hinterfragende hat einen sehr positiven Stellenwert auch. Aber in Bezug hier auf die Methode oder auf die Praxis und so, dann ist mein Ratschlag also einfach zu sagen, okay, ihr habt euch entschieden, hierher zu kommen, lasst die Evaluation dann bis nach dem Kurs sein. Es ist schwierig, während dem Kurs zu sagen, was es wirklich mir selber hilft. Und sagen, okay, ich habe mich mal entschieden, ich mache es jetzt. Und dann kann man es vielleicht etwas auf die Seite lassen. Aber der Zweifel kann sich natürlich irgendwelche Objekte suchen. Und da gibt es kann auch aus einer eigenen Unsicherheit heraus genährt werden und es dann schwierig zu sagen, was es ist und wo es herkommt. Und auch hier eigentlich immer wieder die Aufmerksamkeit zurück in den Körper führen und Schritt für Schritt auch durch den Körper zu gehen. Das ist eigentlich bei jedem Hindernis eine gute Methode, ein gutes Gegenmittel. Ja. Und man kann wirklich einfach auch methodisch durch den Körper gehen, ist die wirksamste Art eigentlich, den Fokus kontinuierlich im Körper zu halten, wenn ich einfach Teil für Teil durch den Körper gehe mit der Aufmerksamkeit. Und das hilft dort auch. Und hier schließlich das letzte Gleichnis, was ebenfalls der Brahmane wegen dem Zweifel seine Lieder nicht mehr kann, sagt der Brahmane, stell dir einen Topf Wasser vor, der trübe, nicht klar und schlammig ist und im Dunkeln platziert wird. Darin kann ein Mensch mit normalem Sehsinn, wenn er hineinblickt, sein eigenes Gesicht nicht recht sehen. Offensichtlich. Also das trübe, schlammige Wasser, das und es steht erst noch im Dunkeln. Also wir
Wir hatten das Wasser mit Lack und Kurkuma und Farbe, das Verlangen und das kochende Wasser, der Ärger, die Aversion. Oder das Wasser mit Wasserpflanzen und Algen bedeckt, die Müdigkeit. Oder das Wasser, das vom Wind gepeitscht wird, die Ruhelosigkeit. Und schließlich eben das schlammige, trübe Wasser, das in einem dunklen Ecken steht, der Zweifel. Und wie am Anfang gesagt, also was wesentlich ist, ist immer unsere Beziehung dazu und zu schauen, was ist, welche Beziehung, welche innere Haltung habe ich diesem Geisteszustand. Wir tendieren wirklich stark, einfach die Objekte in den Fokus zu stellen und Sachen, die wir dann gerne haben, eben Süßigkeiten, sonniges Wetter, Ferien, gutes Essen und so, das ist dann Glück, da geht es uns gut. Oder wenn es regnet oder Überstunden oder Rückenschmerzen, dann haben wir Pech oder schlechtes Karma. Aber die Meditation dreht sich eben nicht um, wir wollen nicht angenehme Gefühle herbei meditieren, sondern wir wollen neugierig sein darauf, was hier ist. Und eben die Dinge, wie sie entstanden sind, das Yathabhutha. Und die sind halt nicht immer angenehm, aber sie ändern immer und es gilt, sie einfach wahrzunehmen. Und da hat Michelle McDonald, glaube ich, eine amerikanische Lehrerin, hat einen Tipp, so ein kleines Akronym geschaffen, das, denke, für mich hilft im Umgang mit diesen schwierigen Geisteszuständen. Das heißt RAIN. RAIN, recognize, allow, investigate, not self. Also RAIN, recognize, erkenne die Erfahrung, beobachte die Erfahrung, vielleicht auch benenne, was passiert. Allow, das heißt zulassen, akzeptiere die Erfahrung, also damit mit der Erfahrung sein, ohne sie ändern zu wollen unbedingt. Und recognize, allow, investigate, untersuchen, also eben die Neugier fördern, zu schauen, was passiert eigentlich. Und mit liebevoll erforschen, was eigentlich im Geist abgeht. Recognize, allow, investigate und schließlich not self für das N, also zu sehen, dass diese Wahrnehmung, das ist ein Strom von Wahrnehmung, das bist nicht du, das ist nicht ich. Bin nicht ich. Darüber wird Samuel morgen Abend mehr sagen, aber das ist ein wichtiger Punkt. Das ist unpersönlich, es hat eigentlich keine Substanz. Gedanken sagen uns immer, glaub mich, aber sie lügen, sie rattern durch und das nächste, 2 Minuten später, sagt es das Gegenteil. Also, was soll ich da glauben? Ein Problem ist, denke ich schon, dass sich die Schwierigkeiten häufig anhand eines Themas manifestieren und dass wir dann halt die Tendenz haben, es an diesem Thema festzumachen, dann wirkt es irgendwie realer. Aber eben diese Hindernisse, die werden auch schwächer, die gehen auch tendenziell weg. Und wenn sie weg ist, sagt der Buddha, dann ist der Geist formbar und kann bearbeitet werden. Also das ist, kann man sich auch freuen, dass die dann mit der Zeit etwas schwächer werden. Also zum Schluss einfach nochmal die Aussage, die Schwierigkeiten sind nicht ein Fehler, das ist existenziell bedingt, das passiert einfach. Und der Anspruch, sich darauf zu freuen, finde ich sehr hoch, aber wenigstens eben zu sagen, nein, ich mache nicht mehr so Widerstand. Das denke ich, wäre schon ein guter Schritt zu sagen, okay, es kommt jetzt, ich mag es nicht, aber ich versuche nicht dagegen anzukämpfen. Und die Hoffnung ist, dass wir hier lernen, dadurch, dass wir diese Hemmnisse besser sehen, dass wir eben weniger Reaktivität und mehr Akzeptanz haben und weniger identifiziert sind, beziehungsweise schneller merken, wenn wir auf den Zug aufgesprungen sind
und wieder absteigen können. Und vielleicht sogar zwischendurch mal eine schwierige Situation oder einen schwierigen Menschen als Lernmöglichkeit sehen. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber es ist möglich. Also in dem Sinn, danke für die Schwierigkeiten.